B-Prime, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Ja, ich befinde mich hier immer noch in dieser, ja, in der Bibliothek und muss diese Krypta finden. Haben jetzt hier, wir haben ein paar so eine, ja, ein paar Sachen gelesen, aber jetzt wollen wir mal weiterkommen. Direkt unter mir? Oder über mir vielleicht? Oh, da waren wir doch schon. Gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer um. So, hier haben wir ja schon geguckt. Was ist denn hier eigentlich? Das war nur dieser Nebenraum, ne? Oh. 25. Dezember 1603. Es ist jetzt 4 Tage her, seit wir der Stadt den Rücken gekehrt haben. Wir reisten in Stille und in Gedanken versunken, geleitet von einer Mischung aus Trauer, Erleichterung und Freude. Lopez und ich verließen den Dschungel und fanden uns auf einer Lichtung wieder, unter den starren Blicken mehrerer Gesichter, die in den Berghang gemeißelt worden waren. Lopez hatte einen Vorfall, wie er es später nannte. Er warf sich vor den Gesichtern zu Boden und flehte um Vergebung. Die Sünde, die am schwersten auf ihm lastete, war, dass er Perez den fremdartigen Kriegern überlassen hatte. Sie hatten sich im Laufe unserer Reise angefreundet. So sehr ich mich auch bemühte, konnte ich ihn doch nicht trösten. Also entzündete ich ein Feuer und wartete, während er seine Taten verdammte und die stummen Steingesichter um Vergebung anflehte. Okay, also immer wieder die Steingesichter, ne? So, dann können wir hier auch durch. Aha. Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Unter den Flügeln. Okay. Unter den Flügeln. Na, mal schauen. Vielleicht finden wir ja irgendwie noch Flügel. Haben wir das Bild hier schon angeguckt von Jesus? Ah, da geht's auch noch. Könnte es sein, dass seine Arme die Flügel symbolisieren? Nee, ist nur ein Kreuz, ne? Das Kreuz sieht aus wie aus dem 17. Jahrhundert. Ist es von Lopez? Ich weiß es nicht. Kann man hier noch was machen? Nö. Okay. Also, wo ist der Eingang zur Krypta? Wir gehen jetzt nochmal nach oben. Haben wir noch eine Wand vergessen? Okay, gar nichts. Jonah, hier steht, dass ein Fremder die Mission besucht hat. Er hat die Sekte der Sieben gegründet. Vielleicht war das Lopez. Wie auf dem Flugblatt. Wir müssen dicht dran sein. Ich glaube, das hatten wir doch schon, oder? Achso, Federn. Da liegt nämlich auch noch ein Brief. Das ist Johannes, Sohn des Zebedäus und einer von Jesus' Aposteln, auch genannt der Lieblingsjünger. Er und sein Bruder Jakobus waren für ihre Impulsivität und ihr Temperament bekannt, weshalb Christus sie Boanerges nannte, die Donnersöhne. Johannes werden 5 Bücher des Neuen Testaments zugeschrieben. Das Johannesevangelium, die 3 Johannesbriefe und die Offenbarung des Johannes. Er ist der Schutzpatron der Liebe und Treue, sowie der Schriftsteller, Verleger und Gelehrten. Eines seiner Symbole ist eine Schlange in einem Kelch, als Sinnbild dafür, dass er über die Opfer von Vergiftungen und Verbrennungen wacht. Na, das kommt uns doch bekannt vor. Vielleicht muss ich auch irgendwie klettern, ne? Aber ich kann hier, glaube ich, gar nicht hoch. Es wäre auf jeden Fall ganz cool, hier hochzukommen, aber ich glaube, das ist nicht das Ziel. Na
Nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Jonah, die zwei Bibelzitate. Die Sonne ohne Schein und die Zuflucht unter seinen Flügeln. Was bedeutet das? Der Reiher und die Eklipse. Das ist es. Suche einen Reiher und eine Eklipse. Na, die sind doch unten. Die haben wir doch schon mal gefunden. Richtig? Schauen wir doch mal direkt nach. Na, kann man nicht runterspringen. Die waren hier. Eine komplette Wandmalerei. Geht bestimmt noch auf, oder? Kann bestimmt nach hinten. Was ist das? Das letzte Abendmahl oder was? Nee, eine Kreuzigung. Vera Cruz, das wahre Kreuz. Ist es das, was ich denke? Das ist die Schatulle. Daran gibt es keinen Zweifel. Da, Jesus nimmt das Kreuz auf. Das sind die Stationen des Kreuzwegs. Aber es fehlen einige. Vor 1600 gab es nur 7 Stationen. Das dürfte zu Lopez' Zeit gewesen sein. Das ist einer von seinen Hinweisen. Ja, absolut typisch für ihn. Okay, mal sehen, ob wir hier irgendwo ein Kreuz finden können. Na, das haben wir doch schon oben gefunden. Oder war das auch unten? Wir den Schlüssel von Dominguez. Uns fällt schon was ein. Ja, das war doch hier. Aha. Ui. Geht ganz schön tief runter. Mal sehen, wohin. Ich dachte gerade, Jonas schubst Lara jetzt einfach da runter. Wo er ihr so an die Schulter gefasst hat. Ja, da war lang keiner mehr. Die Krypta. Uiuiui. Oh. Danke. Station 2. Jesus stürzt das erste Mal. Hier ist eine Inschrift. Ambulate dum lucem habetis. Geh, während du Licht hast. Okay. Interessant. Ah, hier können wir was... Ach, da ist ein Spiegel. Hier haben wir Licht. Geh, während du Licht hast. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ich wollte mal gucken, ob wir hier noch irgendwie eine Kiste haben. Dann ziehen wir den doch mal ins Licht. Jawohl. Das war's. Hier will ich nicht begraben sein. Mein Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Oh Gott, ey. So viel Kreuze und so viel Skelette. Geh, während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Ein Hinweis. Oder eine Drohung. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn hier zappenduster ist, dann haben wir ein Problem, Freunde. Die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Der Spiegel ist staubig. Okay, können wir den irgendwie sauber machen? Uiuiui. Komme ich irgendwie da ran?
Ach so. Ich helf dir rauf. So einfach also. Tada. Hat geklappt. Das Licht zeigt da entlang. Auf jeden Fall eine coole Idee, das so als Rätsel zu machen, so diesen Weg der Kreuzigung. Was ist mit denen passiert? Das Licht muss etwas aktiviert haben. Lara! Bist du in Ordnung? Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Oh Mann. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Ja, schön aufpassen. Sieht ja aus wie in der Hölle hier. Dann gucken wir uns mal die Fresken an. Da kann man nichts drauf erkennen. Hier aber, oder? Achso, ne, hier war ja die Falle. Quatsch. Da ist noch was. Hier nimmt er wohl das Kreuz entgegen. Ui. Sieh doch. Da war jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. Ups. Ja, kurz mal auf den Desktop geswappt hier. Geht gleich weiter. Da wollte sich irgendein Programm installieren. So. Ja, den hat's erwischt, würde ich sagen. Und hier konnten wir ja nichts lesen, ne? Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Und dann? Diese Leute wurden anscheinend gefoltert, an der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Ich wollte gerade sagen, das hat da nichts mehr hier mit Krypta zu tun. So, und jetzt ist die Falle wahrscheinlich entweder deaktiviert. Okay. Nein, ist sie nicht. Dann versuchen wir es doch mal woanders. Achso, muss ich die jetzt nochmal alle angucken? Sieh doch. War jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. Erst dann kann ich das Rad drehen, oder was? Eine Frau zu sehen. So, hier ist die Falle. Da kommen wir her. Hier nimmt er wohl das Kreuz entgegen. So. Also, der ging nicht, denke ich mal. Ja. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Machen wir jetzt das, aber wenn da jetzt auch eine Falle ist. Ich krieg's hin. Ach, weil wir probieren das mal, wo die Falle schon ausgelöst ist. Ja, andere Richtung. Weil da ist ja schon was dran. Vielleicht kommt da irgendwie, also was dran, jemand dran. Vielleicht können wir da was machen. Okay, doch nicht. Dann ein zurück. Ja. So, vielleicht haben wir mehr Glück. Ui. Station 5. Jesus stürzt das zweite Mal. Okay.
Ist hier noch irgendwas? Nee. Na gut, dann... oh Mann, ey. Sieht das aus hier. Gar nicht unheimlich. Knien die oder sind das Kinder oder kleine Menschen? Ich glaube, die knien, oder? Ja, die knien. Lara, ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien, ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Oh Mann. Na, das sieht ja geil aus hier. Sieht aus wie eine Kirche. Die stehen da wie Mönche. Mhm. Krass. Alles Mumien. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Mhm. Sie tragen ihn. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Sie heben ihn hoch. Also das sind hier die... Die Inschrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Sie wischt ihm das Gesicht ab. Das sind so die, diese Phasen, ne, der Kreuzigung. Gucken wir mal weiter. Ist hier das Gleiche, oder? Er trägt das Kreuz. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Aber schon krank, das alles hier mit Mumien noch darzustellen. Jesus wird ans Kreuz genagelt. So, dann wollen wir mal hier ein bisschen Licht ins Spiel bringen. Wie kann man die dann bewegen hier? So lange. Okay, na gut, dann brauchen wir erstmal... irgendwie das Hauptlicht, oder? Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Oder... Weil die kriegen doch das... Ach, ich kann die schieben, sehe ich gerade. Zurück. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, schiebt man den anderen rüber? Wohin soll ich das leuchten? An die gleichen immer oder an welche Stelle? So, ich muss den wieder gerade machen, oder? Kann es sein? Okay. Erste Schritt der Kreuzigung. Weiß nicht. Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. Hm. Geht's auf dem Flugblatt? Ja, jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt irgendwie eine gewisse Reihenfolge hier einhalten? Ich probiere das mal kurz. Ah ne, das geht gar nicht weiter. Vielleicht beide nach vorne? Ah ne, andere Richtung. An das große Kreuz? Das könnte sein, oder? Ach, es geht gar nicht weiter. Hm. Oder geht's weiter, wenn ich das hier noch schiebe? Also hier an den Spiegel halt vorne, ne? Da muss es ja auch ran.
weit kann ich den dann in die andere Richtung drehen? Gucken. Nur bis da, okay. Kann ich jetzt da... Oh, kann ich jetzt da irgendwas machen? Wenn das angeleuchtet wird? Ich kann es ja wieder reindrücken, oder? Genau. Oh, nein. Alles klar, das erste ist es nicht. Oh Mann, na gut, da haben wir eine Menge Arbeit vor uns, würde ich sagen. Aber diese Arbeit setzen wir im nächsten Part fort. Sieht aus wie eine Kirche. Die stehen da wie Mönche. Mal gucken, ob wir eine gewisse Reihenfolge einhalten müssen. Schauen wir mal. Das werden wir auf jeden Fall rausfinden. Aber im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar oder einen Daumen nach oben. Oder einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Macht's gut.